Lieber Max Otto Brucker, liebe Ilse, lieber Walter Lechler, liebe Freundinnen, liebe Freunde, herzlich willkommen zur Wiederaufnahme unserer philosophischen Wanderung, die uns bislang geführt hat, von Sokrates zu Seneca, zu Augustinus, zu Giordano Bruno und zu Descartes, heute zu Spinoza und die nächsten Male weiterführen wird zu John Locke, zu Voltaire, zu Kant, zu Hegel, zu Feuerbach, zu Engels, zu Nietzsche, zu Sartre, zu Günther Anders. Benedikt de Spinoza oder das Abenteuer der Immanenz. Wer war Spinoza? Jean-Jacques Rousseau eifert einmal zornig über ihn. Die Erfindung der Buchdruckkunst muss als Unglück angesehen werden, denn sie verewigt die gefährlichen Phantastereien eines Spinoza. Goethe wiederum gibt ein ganz anderes Bekenntnis ab. Der Geist, der so entschieden auf mich wirkte, war Spinoza. Nachdem ich mich nämlich in aller Welt um ein Bildungsmittel meines wunderlichen Wesens vergeblich umgesehen hatte, geriet ich endlich an die Ethik dieses Mannes. Was ich mir aus dem Werke mag herausgelesen, was ich in dasselbe mag hineingelesen habe, davon wüsste ich keine Rechenschaft zu geben. Genug. Ich fand hier eine Beruhigung meiner Leidenschaften. Es schien sich mir eine große und freie Aussicht über die sinnliche und sittliche Welt aufzutun. Was mich aber besonders an ihm fesselte, war die grenzenlose Uneigennützigkeit, die aus jedem Satz hervorleuchtete. Und Hegel notierte: Wenn man anfängt zu philosophieren, muss die Seele sich baden in Spinozas Äther der einen Substanz, in der alles, was man für wahr gehalten hat, also die alten Vorstellungen über Gott und die Natur, in der alles, was man für wahr gehalten hat, untergegangen ist. Überhaupt ist Spinoza ein solcher Hauptpunkt der modernen Philosophie, dass man in der Tat sagen kann, du hast entweder den Spinozismus oder überhaupt keine Philosophie. Ein großes Wort des vielleicht größten und gewaltigsten deutschen philosophischen Denkers über Spinoza. Und ein fanatischer christlicher Geistlicher hat eine Schmähschrift auf ihn verfasst, eine sogenannte Grabschrift. Da steht wiederum, und so spalten sich über die Jahrhunderte die Geister an diesem holländischen Juden und Linsenschleifer und Denker. Speie auf dieses Grab, hier liegt Spinoza, wäre seine Lehre dort auch begraben, schüfe dieser Gestank keine Seelenpest mehr. So die Stimmen über diesen Mann, der 1632 in Amsterdam geboren wurde und als 44-Jähriger entkräftet an Tuberkulose in Den Haag starb. Ich halte mich in meiner Spinoza-Reflexion, und natürlich sind all diese gelehrten Dinge nicht auf meinem Mist gewachsen, ich halte mich neben vielen anderen klassischen Quellen an eine neue, epochemachende Darstellung von Jeremiah Jowell, geschrieben mit Y-O-V-E-L, Jowell. Jowell ist Philosophieprofessor, Begründer und Direktor des Internationalen Spinoza-Instituts in Jerusalem. Und er hat seinen wissenschaftlichen Bestseller des Jahres 1994 unter dem Titel vorgelegt, den ich mir geborgt habe, Spinoza, das Abenteuer der Immanenz, das Abenteuer der Diesseitigkeit. Es ist im Steidl Verlag in Göttingen erschienen, für den, der sich auf dieses wundervolle, kultivierte, enzyklopädische, 600-seitige Werk einlassen will. Die Lesesucht, das ist mein Problem. Ich möchte mich dem Spinoza in drei Schritten nähern. Spinoza und seine Zeit, Spinoza und sein Werk Die Ethik, Spinoza und sein Werk Theologisch-Politischer Traktat. Man sieht hier schon raus, Spinoza hat ein eher schmales
wissenschaftliches Oeuvre hinterlassen. Er hat mit großer Geduld sehr genau geschrieben, und das, was er geschrieben hat, hat er entweder anonym herausgegeben oder zu Lebzeiten nicht herausgegeben. 1632 wird Spinoza, wie gesagt, in Amsterdam geboren. Er wird geboren als Spross einer portugiesisch-jüdischen Familie. Erinnern wir uns daran, dass das spanische Weltreich zeitgleich zur Eroberung Amerikas kurz vorher die Araber vertrieben hatte von der Iberischen Halbinsel, und mit der Vertreibung der Araber begann zugleich die Vertreibung und Ausrottung der jüdischen Hochkultur. Und die Juden auf der Iberischen Halbinsel, sowohl in Spanien wie in Portugal, wurden entweder gezwungen zur Enteignung und auszuwandern, oder sie wurden zur Konversion gezwungen, zum Übertritt zum Katholizismus. Das waren die sogenannten Maranen. Und die Maranen, und Spinoza stammt aus einer, wie gesagt, portugiesischen Maranenfamilie, waren in einer schwierigen historischen Situation. Sie sind einerseits äußerlich zum Katholizismus konvertiert unter dem barbarischen Druck der spanischen Inquisition, der terroristischen Macht, der feudal-absolutistischen Kirche. Sehr oft pflogen sie aber insgeheim die jüdischen Bräuche und Riten weiter. Und Spinoza gehört zu dem gewaltigen Emigrationsstrom iberischer Juden, die vor allen Dingen in den Hafenstädten Europas sich niederließen. Der Vater war ein, wir würden heute sagen, Kaufmann und Kolonialhändler, ein Begüterter, wir würden heute sagen, ein Mittelständler, der in der jüdischen Gemeinde eine gute Rolle spielte, der viel für sich spendete, der Ehrenämter übernahm, eine angesehene Familie. Und der junge Baruch de Spinoza begann seine Laufbahn als Kaufmann, über Handelskontrakte gebeugt. Und die Juden befanden sich in einem eigenen jüdischen Viertel in Amsterdam, aber das ist nicht zu verwechseln mit etwa dem Frankfurter Ghetto. Es war kein Ghetto im eigentlichen Sinn des Wortes. Die Juden hatten eine weitgehende bürgerliche Emanzipation in den freiheitlichen Niederlanden bekommen. Sie hatten nicht alle Rechte der niederländischen ansässigen Bürger, aber es war eine sehr freie Luft. Daraus ergab sich aber auch die Situation, dass die Juden, die sich jetzt wieder in Amsterdam sammelten, die haben sich wieder unter dem Glauben ihrer Väter gesammelt, die sind dekonvertiert, die sind wieder zurück in den alten Glauben gegangen. Und wie immer, man sagt immer, die Konvertiten sind die stärksten Eiferer, wie immer, wenn Menschen wieder konvertieren, nachdem sie so großen Druck erlebt haben, gab es einen eisernen Zwang, diese Gemeinde zusammenzuhalten, auf die gemeinsame Religion zu verpflichten, die jüdische Identität in einer fremden Umgebung zu bewahren. Und das schafft natürlich auch in dem gebildeten und kosmopolitischen Judentum sehr starre, rigide, auch fundamentalistische Züge, deren Opfer Spinoza werden sollte. Wie war die historische europäische Situation? Sie war grandios, sie war aufregend, sie war eine Situation des Umbruchs. Zu dieser Zeit überflügeln die spanischen Besitzungen der Vereinigten Provinzen, der Vereinigten Niederländischen Provinzen, Spanien. Sie haben sich, Schiller hat es beschrieben in seinem wundervollen Geschichtswerk Der Abfall der Niederlande, sie haben sich von Spanien freigekämpft, von Habsburg-Spanien, und sie überrunden es ökonomisch. Spanien erlebt, wie ähnlich die Türkei, Glanz und Elend einer gewaltigen Kolonialmacht. Es war das Elend der Kolonialmacht, dass sie mit gestohlenem Prunk ihren Leib gemästet haben und weitgehend darauf verzichteten, die innere ökonomische Entwicklung anzukurbeln. Sie blieben dadurch in einer reichen Feudalität, aber die bürgerliche Klasse, die neue Bourgeoisie, in ihrem Handeln, in ihren Manufakturen konnte sich nicht entwickeln. Das hat dazu geführt, im Fall Spaniens, dass die Weltmachtposition sukzessiv in den Jahrhunderten verloren ging, bis zu dem trostlosen Stadium, die wir noch erlebt haben in den 50er Jahre, 60er Jahre, wo Spanien das Armenhaus Europas war, und in der Türkei, dem kranken Mann am Bosporus, war ja eine parallele Entwicklung. Diese vereinigten niederländischen Provinzen erleben einen ungeheuren Aufschwung. 1602 wird die Ostindische Kompanie gegründet, 1621 die Westindische Kompanie. Die größte Bank Europas steht in Amsterdam. Die Niederlande werden zu einem Zentrum der Textilindustrie, der Porzellanmanufaktur, des Schleifens von Diamanten.
Sie werden technisch führend auch in der Ausnutzung der Wind- und Wasserkraft. Holland oder die Niederlande erobern die Welt. Sie begeben sich nach Nordamerika, wo sie Neu-Amsterdam, das spätere New York, gründen. Sie gründen Niederlassungen und Besitztümer an den Antillen, an den Grenzen Brasiliens, wo heute ja noch Portugiesisch gesprochen wird, holländisch Guyana. Sie haben Handelskontore in Guinea, am Kap der Guten Hoffnung, auf Ceylan, in Japan. Sie nehmen die Sunda-Insel in Besitz. Warum sage ich das? Was hat das mit Philosophie zu tun, mit dem guten und armen Mann Spinoza? Der ökonomische Wohlstand stärkt und sichert die politische Unabhängigkeit und sozusagen die ideologische Freiheit dieses unerhörten Landes. Wie kann man sich die Niederlande damals vorstellen? Ist ein föderativer Staat, die Föderation von Provinzen. Jede Provinz wird von einer Versammlung regiert, den Ständen. Und deren Beratung steht ein Pensionär vor. Wir würden sagen, ein Ministerpräsident des jeweiligen Landes. Und auf der zentralen Ebene ist die gleiche föderative Struktur, die Generalstände. Sie setzen sich zusammen aus Vertretern der sieben Provinzen. Und den Vorsitz führt der Ratspensionär, den kann man sich so etwa als den Kanzler vorstellen, der Vereinigten, sozusagen Niederländischen Republik, obwohl der Begriff nicht ganz zutreffend ist. Man merkt hier etwas sofort, etwas ganz Ungeheuerliches. In diesem Land bestehen republikanische Verhältnisse, eine republikanische Staatsform. Das gab es zu diesem Zeitpunkt sehr wenig. In England wird es gerade im 17. Jahrhundert durchgesetzt. Denken Sie an Cromwell, denken Sie an die Enthauptung des Königs, an die Glorious Revolution. In Deutschland hatten wir zu diesem Zeitpunkt, es herrscht der 30-jährige Krieg zu Lebzeiten Spinozas, da hatten wir über 300 Territorien und Duodez-Fürstentümer, also noch die Hochzeit sozusagen des Mittelalters unter Feudalität. Führend in den Niederlanden ist die Handelsbourgeoisie. Sie wird repräsentiert durch die politische Fraktion der Republikaner im guten Sinn des Wortes. Wir haben ja leider in Deutschland die Inflation dieses Begriffes durch Rechtsradikale erlebt. Und einer der Hauptvertreter ist Jan de Witt, der ist fast 20 Jahre Kanzler der Vereinigten Niederländischen Provinzen. Und Jan de Witt ist ein Mann, der auf die Aufklärung setzt, auf die Trennung von Kirche und Staat, auf die Geistesfreiheit und auf die republikanische Verfassung jedes Menschen. Jan de Witt ist ein Freund und Anhänger Spinozas, erhält in den 20 Jahren seine schützende Hand über Spinoza. Und Spinoza ist in seinem ganzen Denken diesem aufstrebenden, auf Rationalität bedachten Großbürgertum verpflichtet. Die Gegenpartei ist Armee und Adel. Warum? Seitdem die Befreiungskriege gegen Habsburg-Spanien beendet sind, sinkt die Bedeutung der Armee. Das haben wir bei uns ja auch erlebt. Das Feindbild der Russe ist verschwunden und die Bundeswehr ringt sehr stark um ihre soziale Akzeptanz, um ihre ideologische Legitimation. Und viele junge Männer ziehen es vor, den Zivildienst zu gehen und den Weg der Güte vorzuziehen. Und hier schwindet die Bedeutung der Armee und des Adels, vor allen Dingen der Oranier, die noch die Führer des Freiheitskampfes waren. Armee und Adel sind Vertreter der Reaktion, sie sind Vertreter des Bündnisses von Staat und Kirche, Thron und Altar, sie sind gegen Geistesfreiheit, sie sind für die Einrichtung der Monarchie und sie stützen sich vor allen Dingen auf die kalvinistische Kirche, die eifernden Protestanten, auf eifernden Pastoren auf den Kanzeln, die das analphabetische, ungebildete Volk gegen die Gedanken der geistigen Mündigkeit aufhetzen. Die Vereinigten Niederlande sind eines der freiesten Länder der Welt. Trotz politischer und religiöser Kämpfe, die natürlich stattfinden, herrscht hier ein unerhörtes Klima der Toleranz. Gelehrte und Philosophen wie Descartes, wir haben das gesehen, Thomas Hobbes und John Locke lassen sich zeitweilig in den Niederlanden nieder, um der Verfolgung zu entgehen und schreiben zu können. Ohne Zensur verlegen die Buchdrucker all das, was sie in anderen Ländern Europas nicht publizieren können. Das sagt sich so selbstverständlich. Noch ein Immanuel Kant, also 1724 bis 1804, musste jedes seiner Werke der preußischen Staatszensur vorlegen. Und wie er das Buch vorlegte über die Grenzen, über die Religion in den Grenzen bloßer Vernunft, ein
eine scharfe Kritik an der Amtskirche und ein Plädoyer für eine vernünftige, humane Religion, da bekam er einen Rüffel vom preußischen König und es hätte nicht viel gefehlt und er wäre als Professor der Königsberger Universität entlassen worden. Noch im 18. Jahrhundert werden in Frankreich und in Deutschland Bücher und Zeitungen als Schmuggelware eingeführt, die aus Holland stammen. In Holland gibt es damals das Wort, wer frei ist, ist froh. Es ist die Periode der ersten frühbürgerlichen Revolution. Die englische und die niederländische Bourgeoisie setzen sich an die Spitze der Regierung. Spinoza besucht traditionell die Unterrichtsstunden einer jüdischen Schule. Er lernt Hebräisch, er kommentiert den Talmud. Er ist ein glänzender Kenner des Talmuds wie der Bibel. Er ist vielsprachig, vor allem natürlich ein glänzender Latinist der damaligen Sprache des gebildeten Europas, wie wir das von Walter Lechler gestern gehört haben. In diese Zeit seines Lebens fällt 1642, Spinoza ist 10 Jahre alt, der Tod Galilis. Und das war natürlich für jeden philosophischen Denker und Wissenschaftler ein Fanal. Wir erinnern uns, Galilei wurde vom Inquisitionsgericht angeklagt und zum Widerruf gezwungen. Die Sonne bewegt sich um die Erde, das musste er bekennen. Und nicht seine Erkenntnis, die Erde bewegt sich um die Sonne und nicht die galileische Erkenntnis, die Erde ist überhaupt nicht der Mittelpunkt der Welt. Und Galilei hat einmal geschrieben, die Gefängnisstrafe wurde für mich in lebenslängliche Verweisung auf dieses kleine, eine Meile von Florenz entfernte Gut umgewandelt und mit dem strikten Verbot versehen, in die Stadt zu gehen, mich auf Gespräche oder Treffen mit mehreren Freunden einzulassen oder jemand einzuladen. Galilei war der Sacharow dieses Jahrhunderts. Und wir erinnern uns noch, welche Wirkung hat es, hatte einen hohen Effekt, dieses Berufsverbot, diese Bedrohung mit dem Tod und die Verbannung. Auch ein Descartes, der große René Descartes, wagte nicht, seinen Traité du Monde, das ist ein Versuch, die Welt zu erfassen, zu veröffentlichen und verzichtete auf seine Veröffentlichung, weil er die Kirche fürchtete. Und Spinoza selbst wird einen Siegelring tragen, auf der draufsteht das lateinische Wort caute, C-A-U-T-E, caute, sei vorsichtig. Das war sein Wahlspruch und es war eine Rose darauf abgebildet und es bedeutet, ich denke und ich schreibe sub specie Rose, unter dem Zeichen der Rose und die Rose steht für das Geheimnis, für die Verschwiegenheit. In dieses Jahr fällt auch die Veröffentlichung von Thomas Hobbes, dem großen englischen Philosophen und Staatslehrer, De Cive über den Bürger und den Leviathan, wo der englische Staatslehrer Hobbes auch unter dem fortschrittlichen Klima des englischen Handelsstaates eine naturrechtliche Begründung des Menschen und der gesellschaftlichen Einrichtungen gibt. Und 1645 stirbt Hugo Grotius, der große Staatsrechtlehrer, der das auch von seiner Seite als Jurist das Recht von der göttlichen Macht befreit hat. Grotius hat gesagt, alle gesellschaftlichen Regeln wären wahr, auch wenn es Gott nicht gäbe. Das war für damals eine Revolution, weil ja die feudale Herrschaft, die Kaiser und Könige, sich auf ihr Gottesgnadentum stützten. Sie waren von Gott gesalbt. Da gibt es eine Linie von Kaiser Augustus bis zum Kaiser Wilhelm II. Und noch heute ist die Königin Elisabeth Staats-, auch Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Und dankenswerterweise hat Prinz Charles im März 1985 bekannt gegeben, dass er, wenn er Regent werden wird, auf diesen Verfilzung von Staats und Kirche verzichten wird. 1648 wird der Westfälische Friede geschlossen, für die Niederlande ein dramatisches Datum, denn hier wird die Unabhängigkeit der Vereinigten Provinzen endlich völkerrechtlich offiziell anerkannt. Eine verheerende Niederlage für Spanien, auch die Freiheit der Schweiz wird bestätigt. 1650 kommt es zu einem gewaltsamen Konflikt zwischen der republikanischen Großbourgeoisie und dem oranischen Aristokraten des Hauses Oranien. Wilhelm II. Von Oranien lässt mehrere Mitglieder der Stände verhaften und versucht, Amsterdam zu besetzen. Ein Staatsstreich, ein ganz klarer Staatsstreich. Er scheitert aber am Widerstand der Stände. Er muss Amsterdam verlassen, stirbt kurz darauf. Die Republikaner übernehmen erneut die Macht. 1653 wird Johann de Witt Ratspensionär, also Kanzler. Und damit einen großen Schutz für Spinoza.
Spinoza verfasst 1661 die Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes. Etwas, was wir bei Descartes auch schon sahen, Discours de la Méthode. Die Philosophie muss sich erstmal von dem scholastischen Wust freimachen und muss über die Prinzipien der Erkenntnis nachdenken. Bin ich, der irdische Mensch, imstande, diese Welt zu erkennen und zu gestalten? Das ist natürlich auch für das Bürgertum, für die Bourgeoisie, für die Handwerker dieses aufblühenden Manufakturkapitalismus eine ganz entscheidende Frage. Sozusagen die ideologische Hintergrundmusik. Können wir diese Welt beherrschen? Können wir technischen Fortschritt setzen? Ist der Mensch ein Homo Faber, ein Gestalter oder ist er willkürlichen Mächten ausgesetzt? Das war sozusagen die Epoche machende Frage, die gelöst werden musste. 1663 veröffentlicht Spinoza die Prinzipien der Philosophie des Descartes. Er hat, wie viele Philosophen, sich zunächst an einem anderen Philosophen und dem größten Philosophen seiner Zeit, der ja auch in den Niederlanden gelebt hatte, an dem hat er sich erstmal abgearbeitet, sich abgeschliffen. 1670, Spinoza hat eine Wanderung, mehreren Wohnortswechsel unternommen, zieht er nach Den Haag und veröffentlicht anonym den theologisch-politischen Traktat. Selbst im freiheitlichen Niederlanden hat es Spinoza nicht gewagt, der abtrünnige, exkommunizierte Jude, dieses brisante Werk, theologisch-politischer Traktat, unter seinem Namen zu veröffentlichen. 1672 findet die französische Invasion der Niederlande statt. Es gibt eine Konterrevolution gegen die Republikanische Partei, wiederum vom Hause Oranien. Wilhelm III. Von Oranien ergreift die Macht. Am 20. August 1672 wird Johann de Witt, der Ex-Kanzler, und sein Bruder auf offener Straße ermordet. Ganz klar ein Rückkehr zu reaktionären Verhältnissen. Spinoza, ein immer politisch engagierter Mann, verfasst einen Aufruf mit dem Titel Ultimi Barbarorum, zu übersetzen die allerletzten Verbrecher. Und nur sein Hauswirt kann ihn daran hindern, dass er dieses Plakat, dieses Transparent nicht an eine öffentliche Wand in der Regierungshauptstadt Den Haag anschlägt. Er wäre mit Sicherheit hingerichtet worden. 1673 bekommt Spinoza eine Berufung an die Universität Heidelberg. Und er weist sie zurück, er schreibt, allein ich war nie willens, öffentlich als Lehrer aufzutreten. Ferner weiß ich nicht, in welchen Schranken diese Freiheit zu philosophieren sich halten soll, ohne die öffentlich angenommene Religion zu stören. Er weiß, dass er Dynamit in seinem philosophischen Gepäck trägt und dass die Wahrheit nicht so leicht vertragen wird. 1675 versucht Spinoza, sein Leben neigt sich dramatisch dem Ende zu, die Ethik, sein zweites Hauptwerk zu drucken zu lassen. Das Gerücht geht um, der Jude Spinoza habe hier ein gotteslästerliches Werk im Schreibtisch und daraufhin wagt Spinoza das Werk nicht in Umlauf zu bringen und verzichtet gegen den Abdruck. Es ist erst im Todesjahr nach seinem Tod veröffentlicht worden. 1676 bekommt Spinoza den Besuch des größten deutschen Philosophen von Leibniz. 1667, Leibniz kommt ihm nicht nahe. 1667 verfasst er die Abhandlung vom Staate, also auch hier wieder das Nachdenken über das neue Recht des revolutionären republikanischen Bürgers, wird damit nicht fertig. Und 1677 stirbt er 44-jährig und im gleichen Jahr erscheint sein Werk in Auszügen. Das Gesamtwerk Spinozas ist erst im 19. und 20. Jahrhundert erschienen. Spinoza hat sehr wohl erlebt, wie gefährlich es ist, gegen die religiösen Institutionen aufzumucken. Sie hatten eine ungeheuerliche Stärke, weil die Religion immer noch in, und die Amtskirche ganz stark in das auch staatsrechtlich sozusagen, über den einzelnen Bürger zu bestimmen hatte. Er erlebt, und er wird es in den Erzählungen erlebt haben, als Siebenjähriger, wie der jüdische Freidenker Uriel da Costa zum Selbstmord getrieben wird. Uriel da Costa hatte es gewagt, den Glauben an Wunder und die Unsterblichkeit der Seele zu bestreiten. Einfach gewagt, anderer Meinung zu sein und andere spekulative Vorstellungen anzubieten.
Er wurde gezwungen, nachdem er 39 Peitschenhiebe in der Synagoge erhalten hatte, sich auf die Schwelle der Synagoge hinzulegen, und alle Gläubigen, jüdischen Gläubigen, mussten auf ihn treten und über ihn wegerschreiten. Und er setzte schließlich mit einem Pistolenschuss sein Leben. Das hat der kleine Spinoza schon erlebt. So geht es einem, wenn man selbstständig denkt. Spinoza genoss Unterricht beim besten Latinisten der Stadt, Franziskus van den Ende war früherer Augustiner, späterer Jesuitenmönch, späterer Arzt. Und er war ein Mann der Antiken- und Renaissancebildung, ein Mann von pantheistischem Drang, dem Drang nach der Weltseele erfüllt. Er macht Spinoza bekannt mit Giordano Bruno, den kosmisch-religiösen Vorstellungen Brunos und dem neuen Weltbild Brunos und Galileis. Er macht ihn bekannt mit der Staatsrechtslehre und Philosophie Thomas Hobbes und selbstverständlich mit René Descartes. Und hier betritt Spinoza ein völlig neuen Bereich, dem Talmud-Schüler zuvor verschlossen war. Er verliebt sich zugleich in Clara Maria, die Tochter van den Enden, aber aus der Liebe wird nichts. Spinoza war wohl zu schüchtern, ein anderer Mitbewerber kam zuvor. Spinoza ist Zeit seines Lebens ein freundlicher, geselliger Mann und gleichzeitig ein Junggeselle geblieben, der sich nie gebunden hat und der vielleicht die Liebe auch nicht wagte. Und er war, wie der Philosoph Seneca, tuberkulosekrank und körperlich eher schwächlich. Ein schlanker, schöner junger Mensch mit olivbraunem Gesicht, ist noch auf die portugiesische Herkunft, weist immer gut gehaltener Kleidung und heiter, schüchternen Wesens, wie ihn die Zeitgenossen schildern. Als 18-Jähriger bauchte Spinoza den größten Konflikt seines Lebens. Ihm kommen Zweifel am Alten Testament. Es sagt, das kann nicht die wörtliche Offenbarung Gottes sein, die man akribisch auslegen kann. Er zweifelt an der Lehre vom Dasein eines auserwählten Volkes, also an der jüdischen Grundauffassung. Und er zweifelt vor allen Dingen an der Existenz und am Eingreifen eines persönlichen Gottes, der sozusagen Ecken und Kanten hat, der einen Raum im Ort hat, der persönliche Antriebe, Leidenschaften hat, der ein sozusagen anthropomorphes Antlitz hat. Und er zweifelt auch an den Vorrechten und dem Deutungsmonopol der Rabbis wie der christlichen Priesters. Er wird 1556 wegen Irrlehre aus der jüdischen Gemeinde ausgestoßen. Das ist ein ungeheurer Fluch, der über Spinoza gesenkt wird. Der Bannfluch, ich möchte mal einige Sätze daraus vorlesen, der lautet: Nach dem Urteil der Engel und der Aussage der Heiligen verbannen, verfluchen, verwünschen wir Baruch de Spinoza. Mit der Zustimmung des gesegneten Gottes und dieser ganzen heiligen Gemeinde, vor den heiligen Büchern der Tora und den 613 Vorschriften so darin geschrieben sind, sprechen wir den Bannfluch über ihn aus. Er sei verflucht bei Tag und verflucht bei Nacht, verflucht sein Hinlegen und verflucht sein Aufstehen, verflucht sein Gehen und verflucht sein Kommen. Nimmer möge der Herr ihm vergeben. Und fortan der Zorn des Herrn und der Eifer Gottes über diesen Menschen kommen und ihn mit allen Flüchen beladen, geschrieben in diesem Buch des Gesetzes. Und ihr, dem Gotte Verbundene, hütet euch, dass niemand mündlich noch schriftlich mit ihm verkehre, niemand ihm die geringste Gunst erweise, niemand unter einem Dach mit ihm wohne, niemand sich ihm auf 4 Ellen nähere, das war die alte Vorschrift für Pestkranke oder Lepröse, niemand eine von ihm gemachte oder geschriebene Schrift lese. Zitat Ende. Wir sehen, es gab auch etwas wie maßlose Verfolgung, auch in den jüdischen Synagogen. Die selbst verfolgt wurden, wurden ihrerseits, wie Erich Fried mal gesagt hat, die Verfolgten werden zu Verfolger. Und was in der römisch-katholischen Kirche der Index Librorum Prohibitorum, das Verzeichnis verbotener Bücher war, das war hier die von der Synagoge verbotenen Bücher. Spinoza lebt zurückgezogen, auch wegen seiner Lungenerkrankung, bescheiden. Seine Mahlzeit für den ganzen Tag besteht oft nur aus Milch oder Haferkrautsuppe.
Selten trinkt er Wein, er raucht wenig. Er ist aber gesellig, er liebt seine Freunde, er bewegt sich im Kreis der niederländischen Kollegianten. Das ist sozusagen eine Strömung der fortschrittlichen Bürger, die auf die Geistfreiheit setzen. Er ist politisch hellwach, er interessiert sich für das öffentliche Geschehen. Sein Leben erlischt am Sonntag, den 21. Februar 1677. Sein Freund und Arzt Meyer ist dabei. Er wird am 25. in einer Kirche beerdigt, obwohl er niemals zum Christentum übergetreten ist. Und im Gegensatz etwa zu den armseligen Leichenbegräbnissen eines Schillers und Mozarts, nehmen an seiner Besetzung, obwohl es ein furchtbar schlechtes Wetter ist, viele angesehene Männer der Residenz teil und 6 Kutschen folgen seinem Sarge. Zu Lebzeiten gab es Männer, die sich schützend und Frauen hinter Spinoza gestellt haben und seine Bedeutung erkannten. Nun, seine Ethik. Die Ethik erscheint, wie gesagt, dieses Hauptwerk 1677, im Todesjahr und nach dem Tod des Spinozas, und es erscheint auch das halb anonym, nur mit den Initialen B, D, S, Benedikt oder Benedictus de Spinoza. Es gibt mehrere Arten, seinen Namen zu lesen. Was ist nun das Wesen dieser Ethik? Die Ethik hat einen ganz absurden und paradox anmutenden Titel. Der Originaltitel heißt Ethica Ordine Geometrico Demonstrata. Das hieße ins Deutsche übersetzt, frei übersetzt, Sittlichkeit auf mathematische Weise demonstriert. Also etwas, da zieht uns die Haut zusammen. Also eine mathematisch konstruierte Ethik, eine am Computer konstruierte Ethik, ist zunächst völlig verblüffend. Und er richtet sich in dieser Ethik strikt methodisch an die Prinzipien Euklids, also jenes großen mathematischen Denkers 300 vor Christus, der in seinen Werken, den Elementen, in seinem Hauptwerk, immer auf die Evidenz, auf die schlüssige Beweisführung, auf die Helligkeit und Klarheit abgesetzt hat. Euklid ging aus von Definitionen, Postulaten und Axiomen als die Grundlage mathematischer Lösungen. Und genauso legt Spinoza seine Ethik an. Und am Ende jedes Kapitels steht immer das Kürzel Groß Q, Groß E, Groß D. Das ist die Abkürzung für das lateinische Wort Quod erat demonstrandum, was zu beweisen war. Also fast nach Art von mathematischen Lehrtafeln ist die Ethica Ordine Geometrico Demonstrata geschrieben. Und mit Verlaub gesagt, sie liest sich auch pulvertrocken. Im Unterschied zum theologisch-politischen Traktat. Es ist eigentlich für einen, der nicht vom philosophischen Bau kommt, ist es eine Zumutung. Nun kann man sich fragen, warum diese geometrische, mathematische Anordnung? Die Antwort ist einfach, und wir haben sie schon bei Descartes gefunden. Das 17. Jahrhundert, das Jahrhundert des aufstrebenden Bürgertums, der mathematisch-naturwissenschaftlichen Beherrschung der Welt, von Galilei bis zum ersten Euro-Scheck, damals wurde ja das Scheck etwa in diesem Jahrhundert weltweit in Europa eingeführt, bargeldlose Zahlung. Dieses Jahrhundert befindet sich im Rausch der Mathematik. Das ist für uns gar nicht mehr nachzuvollziehen. Der Rausch der Mathematik, vielleicht so nachzuvollziehen, wie wir heute im Rausch des Computers stehen, wo jeder Schüler schon an seinem Computer rumsitzt und die meisten von uns fluchend auf dieses Ding sich umgestellt haben. Der Rausch der Mathematik. Die Welt ist sozusagen noch einmal neu mathematisch zu konstituieren, zu begreifen, zu gestalten, zu planen. Das ist das Wesen des europäischen Rationalismus, der in allen Ländern um sich greift. Und es ist ein großer Fortschritt gegen das scholastische Dunkel. Allerdings, wie wir auch gesehen haben bei Descartes, die Janusköpfigkeit Descartes, der reine Rationalismus hat wie jede Aufklärung auch seinen Schlagschatten. Wo bleibt das Gemüt? Wo bleiben die Kräfte des Seelischen? Wir haben das ja bei der Medizin gesehen, eine Medizin, die nur noch auf Parameter setzt, eine metrische Medizin, die alles bemisst, vergisst die nicht den Menschen als ein holistisches, als ein ganzheitliches Wunderwerk. Das ist, Fortschritt wird immer auch mit historischen Späßen gezahlt. Jeder Fortschritt hat im Sinne C.G. Jungs seinen Schatten. Der Fortschritt schaut nicht das an, was er selbst nicht mehr zulässt. Der leuchtet alles mit Neonlampen gleichsam aus. Und er versucht, die Geheimnisse auszulöschen. Das Progressive wie das problematische Element. Ethik lässt sich also wissenschaftlich beweisen.
Das ist natürlich, auch hier wird deutlich, Ethik ist nicht mehr die Aufgabe der Bibel. Ethik ist nicht mehr die Aufgabe der Kirche und ihrer Priester, ihrer Funktionäre. Ethik ist etwas, was das säkulare, philosophische Denker in einem irdischen Denken löst. Hier wird der Kirche etwas genommen. Hier wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Hier beginnt das, was wir schon einmal gesehen haben. Das mittelalterliche Universum löst sich zu dem auf, vor dem wir heute noch stehen, teils leiden, teils es genießen. Das Universum wird zum Multiversum. Konkurrierende Ideen, konkurrierende, sich befehdende ideologische Offerten und Angebote. Wie sieht die Ethik aus? Sie hat die Kapitel von Gott, von der Natur und dem Ursprung des Geistes, von dem Ursprung und der Natur der Affekte, also der Gefühle, von der menschlichen Unfreiheit oder von der Macht der Affekte und von der Macht der Erkenntnis oder von der menschlichen Freiheit. Spannende Kapitel. Also hier sieht man, in diesem eigentlich sehr trockenen Werk werden die entscheidenden Fragen des Menschen verhandelt. Was hat es mit Gott auf sich? Was hat es mit der Natur auf sich, mit dem Ursprung des Geistes? Was ist mit dem Ursprung unserer Gefühle? Was ist die Macht unserer Triebe, unserer sozusagen unterbewussten Strebungen oder unserer Libido? Und sind wir überhaupt willensfrei? Sind wir nicht ganz stark determiniert und bestimmt? Und wenn es so ist, wie kann sich dann Freiheit ereignen? Spinoza macht was ganz Spannendes. Wie Galilei die Funktionsweise der physikalischen Körper untersucht und wie ein Hobbes den gesellschaftlichen Körper untersucht und wie ein Descartes die Leibmaschine rational, mechanistisch analysiert, so untersucht Spinoza streng wissenschaftlich die Gefühlsmaschine Mensch. Und da kommt was Spannendes, was ich hier nicht lang ausführen will. Sehr fesselnd ist es zu verfolgen. 3 Jahrhunderte vor Sigmund Freud legt Spinoza eine Affektenlehre vor, eine Gefühlslehre, die im Grunde genommen besagt, wir Menschen sind von unserem, ganz stark von unserem Unbewussten dirigiert, von dem Donatus, von der Gabe oder Begierde, der Lust und der Triebe. Und er zerstört im Grunde genommen ein idealisches Bild des Menschen und ein Bild, das im Menschen immer nur das Geistwesen sieht. Er sagt, nein, wir sind nicht nur ein Geistwesen. Wir sind ein, wie Walter das gestern gesagt hat, ein Animal Rationale. Da ist beides drin, das Tier und das Geistwesen. Das naturale Wesen und, wie Kant sagen würde, das intelligible Wesen. Wir sind beides. Und es ist unstatthaft, zu sagen, Animal Rationale, den Akzent auf das Zweite zu legen, sondern wir müssen sagen, wir sind ein Animal Rationale. Wir sind beides. Spinoza könnte sozusagen mit Nietzsche sagen, der Intellekt ist ein Knecht des Willens. Da sind ganz moderne Erkenntnisse und entlarvende Einsichten über das Wesen unserer widersprüchlichen Natur. Spinoza macht aber, und das scheint mir der entscheidende Punkt der Ethik, im Unterschied zu unserem christlichen und zum jüdischen Gottesbegriff, setzt er die Natur gleich mit Gott. Das ist die großartige spinozistische Formulierung. Deus sive natura, Gott oder Natur. Gott beziehungsweise Natur. Deus sive natura. Das christliche und jüdische Bild ist ganz versimpelt, vor allem im Kinderglauben. Sieht ja so aus, da ist ein Gott und der schafft den Menschen nach seinem Bilde und er schafft eine Welt. Und es hat eine Zeit gegeben, in der Gott allein war, ohne die Welt. Das wäre so die klassische Form. Spinoza und dieser Gott hat, wie gesagt, persönliche Züge. Der schickt seinen Sohn zur Erlösung der Menschen. Der greift vielfältig ein, das Leben jedes einzelnen Menschen. Der ist ein Vatergott. Der ist auch ein Gottvater gegenüber dem eigenen Gottessohn. Der hat sozusagen noch adjustiert zur rechten Seite in der katholischen Mariologie eine Himmelsgöttin. Sozusagen, Drewermann würde sagen, die moderne Form der Ishtar, die Himmelskönigin Maria. Da ist ja ein ganzes Ensemble menschlicher Kräfte im Himmel versammelt. Und Feuerbach hat einmal gesagt, der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Der Mensch, der keinen gütigen Vater hatte, schafft sich einen Himmelsvater. Der keine gute Mutter hatte, eine Himmelsmutter. An dessen Lebensweg keine guten Geister waren, der schafft sich die Engel. Spinoza macht hier etwas ganz Radikales. Er sagt, es gibt keinen persönlichen Gott. Der sagt auch, es gibt kein Jenseits.
keine Unsterblichkeit der individuellen Seele. Es gibt nur Deus sive natura. Alles, was Natur ist, alles, was uns umgibt, selbst wir selbst, sind ein Stück Gott. Wir sind göttlich. Er vergöttlicht die Natur, er naturalisiert Gott. Das ist am Ende des Mittelalters ein so kühner Schritt. Es ist ein Schritt, der einem auch heute noch irgendwo Schauern macht in seiner Gewaltigkeit. Und er sagt, Materie und Geist, Ausdehnung und Denken sind alles nur Modi, sind Daseinsweisen oder Attribute, Eigenschaften dieser einzigen, ewigen und unendlichen Substanz, außer der es kein Sein gibt und kein Gott. Gott ist in allen Dingen Pantheismus. Theos, der Gott, Pan, alles. Er löst damit natürlich auch ein philosophisches Problem, das wir bei Descartes gesehen haben. Descartes hat gesagt, es gibt hier die res extensa, das sind die ausgedehnten Dinge, wir würden sagen die Materialität, und auf der anderen Seite gibt es die res cogitans, das Denken. Und Descartes hatte ein unendliches Problem, das er nicht lösen konnte. Wenn wir den Menschen selbst als einen Dualismus verstehen, von Materie und Geist, wie kriegen wir die beiden zusammen? Was ist denn die Verbindung zwischen den beiden? Was ist das Missing Link? Was ist die Schaltstelle, die die beiden verbindet? Das hat die Philosophie über Jahrhunderte beschäftigt. Wenn man Materie und Geist trennt, steht man vor dem selbstgeschaffenen Problem, wie kriegt man das wieder zusammen? Und Descartes hat eine ganz absurde Lösung angeboten. Er hat die Zirbeldrüse als sozusagen Kommandozentrale für res extensa und res cogitans angesehen. Aber ich denke, das wäre nicht das Entscheidende, ob nun Spinoza ein innerphilosophisches Problem gelöst hat. Der spinozistische Ansatz ist viel kühner. Er geht weit über die Begriffswelt etwa eines Descartes oder Leibniz hinaus, über die Welt des klassischen Deismus, die aus dem lieben Gott so eine Art Uhrmacher gemacht haben. Der hat am Anfang die Welt hingestellt und wie eine Uhr aufgezogen und jetzt läuft sie von selber. Das war die Vorstellung der Deisten. Spinoza sagt, das ist Spuk, das ist Hokuspokus. Diesen Gott der Philosophen, den gibt es nicht. Diesen außerweltlichen Schöpfergott und diese erste Ursache, das gibt es nicht, sondern Welt selbst ist göttlich. Er identifiziert Gott mit der Gesamtheit des Universums. Da kommt der wundervolle poetische Gedanke von Giordano Bruno zum Tragen, einer kosmologischen Revolution, nicht nur einer planetarischen, denke ich ja etwa an Matthew Fox, sondern der gesamte Kosmos ist göttlich und wir sind ein Partikel dieser Göttlichkeit. Und mit Giordano Bruno wird er sagen, das ist Blasphemie, den Gott nach unserem irdischen Bild zu gestalten und ihn gleich zu machen. Ich denke, die Konsequenzen dieses Deus sive natura ist ungeheuerlich. Und mir ist bei dem Arbeiten im letzten halben Jahr, ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, was der Spinoza für ein fruchtbarer Anstoß für unser modernes Denken ist. Das habe ich überhaupt noch nie kapiert in all den Jahren, wo mir Spinoza natürlich ein Begriff war und sehr lieb war. Man stelle sich vor, in unserer heutigen ökologischen Situation kommt ein Denker her, der sagt, die Natur ist göttlich. Wenn ich mir vorstelle, wir könnten heute mit einem Transparent Deus sive natura, Gott oder Natur, oder Gott ist die Natur ist Gott, wir könnten mit diesem Transparent vor die Atomreaktoren treten, vor die Schlachthäuser, vor die Schlachttransporte der Tiere und überall dorthin, wo die Kreatur und der Mensch geschändet wird. Was wäre das für ein revolutionärer Aufruf? Diese religiöse, neureligiöse Formel, in der natürlich auch freidenkerische Züge sind, Deus sive natura zu begreifen, bedeutet doch, Ehrfurcht von der Natur zu bekommen. Hier wird Wasser, Luft, Erde, Feuer, wird vergöttlicht, wird als Schöpfungsgeschenk gesehen, aber nicht Schöpfungsgeschenk einer außerirdischen Instanz, die sozusagen das Ganze auch mal wieder richten kann, sondern als pantheistisches Substrat verstanden. Und das sind die Dimensionen Spinozas, sind eigentlich für alle Gebiete unseres Menschenlebens und Forschens da. Nicht nur in einer Naturreligion, das haben wir von Giordano Bruno bis etwa zu dem Berliner Domprediger und Philosophen Schleiermacher. Wir haben es bis zu Matthew Fox. Wir haben es sehr stark in den esoterischen Lebensanschauen, die Natur wieder hineinnimmt. Wir haben es in einem holistischen, ganzheitlichen Weltbild.
Aber nicht nur der Naturreligion, und ich denke, es wäre etwas sehr Wichtiges für das religiöse Denken, die Dimension der Natur wieder zu bekommen. In diesen Kirchen ist doch in der Regel Natur völlig ausgespart. Ich habe als Kind im Jesuitenkolleg immer nur Kirche, Religion, Gott eingemauert in muffigen Kirchen erlebt. Das hatte so gar keine Verbindung mit dem naturalen Bereich. Denken wir an die Naturmedizin. Deus sive natura. Ehrfurcht vor dieser ewigen nährenden Substanz, Heilung aus der Kraft der Kräuter, Heilpflanzen. Das schlichte Heublumensack, das ist ein Stück Deus sive natura. Ob es Kneippsche Maßnahmen sind, Essig, saure Tonerde, die gesamte Homöopathie, Moorpackungen, die therapeutischen Anwendungen in Alpensanatorien, auf Meer, in Wäldern. Die gesamte Naturmedizin, die sozusagen wieder das Einbeziehen der Hildegard von Bingen, das Einbeziehen der weisen Frauen, das Einbeziehen indianischer und althergebrachter Weisheiten und Wahrheiten der Barfußmediziner, der chinesischen. Die ganze Frage der Ernährung, das ist bester Spinoza. Lass die Nahrung so natürlich wie möglich. Deus sive natura. Wenn man so will, kann man sagen, auch die Nahrung ist etwas Göttliches. Die gesamte Ökologie natürlich, da steht wirklich Spinoza dafür ein. Die Humanisierung unserer Städte. Ich komme aus einer Stadt Düsseldorf, in der eigentlich Kinder und beispielsweise auch Tiere nicht mehr gedeihen können. Ganze Stadtviertel ohne Parks, ohne Grün. Was wir über die Organtransplantation von Professor Jörns gehört haben, Respekt vor dem Sterbenden, seiner göttlichen Natur oder seiner natürlichen Göttlichkeit. Nicht nur zu sagen, hier liegt ein Haufen Fleisch. Schon diese Abwertung. Fleisch, das menschliche Fleisch, der menschliche Körper ist beseelte göttliche Materie. Und da kann man nicht wieder sagen, ja, im Gehirn ist es angesetzt. Dann kommt man in den alten Irrtum von Virchow, der gesagt hat, ich habe tausende von Leichen seziert, ich habe nirgendwo eine Seele gefunden. Ja, wenn der Schafskopf natürlich irgendwo bei der Bauchspeicheldrüse sucht, dann wird das auch nicht finden. Ich denke, da kommt wieder was. Leben und Tod nicht vernutzen. Kant hat einmal gesagt, man darf den Menschen nicht zum Instrument machen. Das hat uns unser Freund Rotondo gesagt. Hier werden Menschen auf den Intensivstationen, wenn sie dann zur Organtransplantation weggerollt werden, zum Instrument gemacht, zum Entweiden, zum Ausschlachten. Und ich glaube, da ist bei Spinoza, bei aller Rationalität und Wissenschaftsfreude, die er etwa mit Descartes teilt, hier ist doch ein kritischer Einwand von Spinoza gegen das Projekt Moderne, so wie es Descartes uns entwickelt hat. Alles ist machbar, alles kann man tun, der Tod ist besiegbar, die Kreatur und die Natur darf vernutzt werden. Spinoza könnte niemals sagen, was Descartes formuliert hat. Descartes sagte, die Tiere sind vernunftlose Automaten. Das kann nur einer tun, der die Vernunft, den Rationalismus als Höchstes setzt. Und wir leben ja in dieser absoluten Überschätzung der Vernunft. Bei uns hat oft auch Bildung einen sehr elitären, unangenehmen Beigeschmack. Wie wenig wird bei uns etwa einfach Herzenstakt und Herzensbildung gewertet. Tiere sind eben nicht vernunftlose Automaten. Bei Spinoza sind sie göttliche Substanz, sind sie Ausdrücke des Göttlichen. Da, denke ich, können wir viel von Spinoza mitnehmen. Und ich möchte hier weiter in dem nächsten Schritt kommt. Und er sagt noch, ich möchte noch etwas sehr Schönes sagen. Er sagt, der Mensch, der seine reine Triebhaftigkeit überwindet, seine tiefen psychologische Determiniertheit, und es wäre auch das Wesen guter Seelenarbeit in Therapien, Selbsthilfegruppen, der Mensch, der diese nackten Triebanteile überwindet, der fähig ist, seinen Schatten anzuschauen, der seinen Verstand läutert, dem es gelingt, die Welt unter dem ewigen, zeitlosen Blickwinkel Gottes zu betrachten. Der, so Spinoza wörtlich, erkennt die Notwendigkeit der göttlichen Natur als seine eigene an. Er gelangt zur intellektuellen Liebe Gottes, Amor Dei Intellectualis. Und er weiß sich liebend eins mit Gott. Wörtlich, die verstandesmäßige Liebe des Geistes zu Gott ist ein Teil der unendlichen Liebe, mit der Gott sich selbst liebt. Und da hat eine eifernde Kirche den Spinoza als einen rabenschwarzen Atheisten anzuschwärzen versucht. Ein Mann, der so anrührend Göttliches neu definiert hat und vielleicht auch so, dass es Gläubige und Ungläubige akzeptieren können. Spinoza und der theologisch-politische Traktat.
Der theologisch-politische Traktat 1670, wie gesagt, erschien anonym herausgegeben. Spinoza steckt mit dem politisch-theologischen Traktat der Glänzen zu lesen. Das kann ich einfach nur mal empfehlen, den mal wirklich zu lesen. Man muss nicht immer nur so die neuesten Bestseller immer lesen, sondern ein solches Werk ist bei Reclam erschienen, das kriegt man also ganz preiswert. Das ist so glänzend geschrieben. Das kann man wirklich als Pocketbuch mitnehmen im Hotel und auf der Reise lesen. Er steht damit am Anfang der historisch-kritischen Bibelkritik. Die zieht sich durchs ganze 18. Jahrhundert hin. Wir werden ihr bei John Locke, bei Voltaire wieder begegnen. Sie findet selbstverständlich bei Kant statt, bei Fichte findet sie statt, bei Hegel findet sie statt, vor allen Dingen bei David Friedrich Strauss, das Leben Jesu, der große Buchskandal in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie findet statt bei Ludwig Feuerbach in seinem Buch Das Wesen des Christentums. Sie findet bei Friedrich Nietzsche in fast all seinen Werken, vor allem im Zarathustra, statt. Und sie findet statt bei Sartre und bei Overbeck und in einem gewissen Sinne auch bei Bultmann in seiner Entmythologisierung. Nun möchte ich eine Vorbemerkung machen. Wir werden hier einige sehr scharfe Passagen hören über die Bibel. Und ich möchte es nicht verstanden haben, als ob Spinoza ein zynischer, abschätziger Denker wäre, noch dass ich hinter so einem abschätzigen Denken stünde. Ich habe sozusagen mein großes Erlebnis mit der Bibel wieder gemacht und als Jesuitenschüler konnte ich wirklich nachher nicht mehr mit mir umgehen. Das war wie wenn man zu viel Süßigkeiten verabreicht kriegt. Da kriegt man Brechreiz. Ich habe die Wiederbegegnung mit der Bibel als einem für mich sehr tiefen Werk menschlicher Gleichnisse und Hilfestellung für das Leben vor allen Dingen über Eugen Trivergmann gemacht. Aber man muss etwas wissen bei Spinozas ätzend scharfer Bibelkritik, dass die Bibel damals nicht nur eine Himmelsmacht war, sondern eine irdische Macht, wie ein Gesetzbuch. Sie wurde wortwörtlich doktrinär auf i-Tüpfelchen und i-Tüpfelchen ausgelegt. Und mit der Bibel wurden Menschen und die Gedankenfreiheit totgeschlagen. Und zwar in einem Wortsinn. Die Inquisition, die jemand aufs Schafott oder auf das Feuer geschickt hat, die hat ihn geschickt mit der Weisung und mit dem Urteil, er hat gegen die Lehren der Bibel verstoßen. Insofern war die Auseinandersetzung mit dem so verstandenen Bibelglauben eine unerhörte, wenn man so will, geistig-hygienische Maßnahme, eine Maßnahme, die sowohl dem Gläubigen wie dem säkularen Menschen wieder freies Leben, freie Luft ermöglicht hat. Und ich denke, die Theologie, die Spinoza angenommen hat und die Religionskritik aufgenommen hat, und wir hatten ja gestern in Professor Jörns einen wundervollen, liebenswerten und kühnen Vertreter seines Faches vor uns, diese Theologie, die tut gut daran und hat sich wieder für die Menschen geöffnet. Aber diese Vorbemerkung ist unbedingt notwendig. Damals war der Befreiungsschlag, der philosophisch-denkerische Befreiungsschlag gegen die Vorherrschaft einer reaktionär gewordenen Theologie und Scholastik, war das Gebot der historischen Stunde. Die Philosophie war damals verdammt, die Ancilla Theologiae zu sein, die Magd der Theologie. Sie war untergeordnet und sie konnte verboten und verfolgt und ausgerottet werden. Und in Spinoza tritt der welthistorische Anspruch des Bürgertums auf, selbst zu denken und die Welt begreifend zu klären. Und der Kirche ihren Raum zu geben und dem freien Denken, dem religiösen Leben wie dem bürgerlichen Leben, jedem seinem Gott zu geben, seinen Raum zu geben. Spinoza geht es um eine saubere Trennung von Religion und Philosophie. Er sagt, ich behaupte es als eine unerschütterliche Wahrheit, dass weder die Theologie der Vernunft noch die Vernunft der Theologie dienstbar sein darf, sondern dass jede ihr eigenes Reich behauptet. Die Vernunft, das Reich der Wahrheit und der Weisheit, die Theologie aber, das Reich der Frömmigkeit und des Gehorsams. Gegen die Vernunft will sie nichts und kann sie nichts. Ganz saubere Scheidung. Und ich will im Folgenden einfach mal einige kleine Passagen vorlesen aus dem theologisch-politischen Traktat. Er sagt beispielsweise zur religiösen Meinungsfreiheit. Ich ziehe den Schluss, dass jedem die Freiheit seiner Meinung und das Recht, die Grundlagen seines Glaubens nach eigener Überzeugung zu bestimmen, gelassen werden muss. Und dass der Glaube eines jeden einzig und allein nach seinen Werken, je nachdem sie gut oder schlecht sind, beurteilt werden darf.
nicht nach Lippenbekenntnissen, nicht nach Organisationszugehörigkeit, nicht nach Kirchensteuer, nicht nach Prozessionen, Ablässen, religiösen Bräuchen und äußeren Ergebenheitsfloskeln, dem, was Kant den Afterdienst der Religion genannt hat. Hier rückt das mündliche Subjekt in den Mittelpunkt der Geschichte. Oder mit Sokrates zu sprechen, hier wird das eigene Gewissen zur Norm, eine Emanzipation des menschlichen Geschlechtes. Hier beginnt die europäische Aufklärung, deren Kinder wir sind, der wir außerordentlich viel verdanken, auch bei aller Problemhaftigkeit. Und er sagt sehr deutlich, die Menge lade ich nicht ein, dieses Buch, Theologisch-Politischen Traktat, zu lesen. Vielmehr möchte ich lieber, dass sie dieses Buch gar nicht beachten, als dass sie es verkehrt auffassen, wie gewöhnlich alles. Und dadurch lästig werden, indem sie, ohne sich selbst zu nützen, anderen schaden. Welche freier philosophieren würden, stünde ihnen nicht die Meinung im Wege, die Vernunft müsse die Magd der Theologie sein. Denn diesen vernünftigen Menschen soll dieses Werk, wie ich zuversichtlich hoffe, zu großem Nutzen gereichen. Spinoza hatte schon eine skeptische Distanz zu der aufgehetzten Bevölkerung, die eine willfährige Spielmasse in der Hand pastoraler Eiferer war. Spinoza äußert sich zu der Rolle der Propheten, die ja in der Bibel eine große Rolle spielt, und gerade in der Inquisition wurde immer wieder auf das Urteil und die Weisung von Propheten rekurriert. Er sagt, aus dem Vorstehenden erhält also zur Genüge, dass was ich mir zu beweisen vorgesetzt habe, nämlich, dass Gott seine Offenbarungen der Fassungskraft und der Meinung der Propheten anbequemt hat. Ferner, dass die Propheten in Dingen, welche bloß das spekulative Denken, also die Vernunft, nicht die Liebe und den Lebenswandel betreffen, unwissend sein konnten und in der Tat auch waren. Endlich, dass die Propheten widersprechende Meinungen gehabt haben. Weit entfernt daher, dass wir aus ihnen die Kenntnis der Natur und des Geistes schöpfen können. Ich ziehe daraus den Schluss, dass wir den Propheten nichts anderes zu glauben verpflichtet sind, als den Zweck und das Wesen der Offenbarung. Im Übrigen steht es jedermann frei zu glauben, was ihm beliebt. Und er bringt ein plastisches Beispiel. Die Offenbarung des Kain zum Beispiel lehrt uns nur, dass Gott den Kain zu einem guten Lebenswandel ermahnt hat. Das allein ist Ziel und Zweck dieser Offenbarung, nicht aber eine Belehrung über die Freiheit des Willens oder anderer philosophischer Fragen. Wichtiger Schritt. Auch hier wieder Ausgrenzung. Über Lebenswandel, über moralische Prinzipien, ja, aber nicht etwa über Naturwissenschaft, über Grundgesetze der Vernunft. Spinoza sagt, und er ist einer der ersten, der Bibelkritik, Maimonides war schon ein Vorfahr von ihm, er sagt, die Bibel enthält Offenbarungen und gleichzeitig ist sie ein Menschenwerk, von menschlichen Redakteuren entstellt, mit all ihren Antrieben, Legitimationsabsichten, mit ihren Irrtümern und mit ihren Fraktionsbildungen. Und wir müssen sie zunächst mal anschauen wie ein irdisches Dokument. Und er sagt hier ausdrücklich nochmal, wendet er sich gegen den Terror religiöser Bräuche. So sehen wir, dass diese natürliche göttlichen Gesetze keine frommen Bräuche nötig hat. Das heißt Handlungen, welche an sich gleichgültig sind. Ich werde nie vergessen, wie ich im Internat mich mal entzogen habe, dem Blasius-Segen. Die meisten Katholiken kennen das noch, das ist sowas gegen Halskrankheiten und so. Ich würde im Zweifel lieber zu Max oder Brucker gehen. Und das haben wir immer so in der Krippezeit, weil es im Frühjahr ist der Geburtstag vom heiligen Blasius. Und ich bin da einmal nicht hingegangen, weil ich gefunden habe, das stimmt doch nicht und ich will es nicht mitmachen. Es ging mir contre coeur. Und dann musste ich zur Strafe 30 Zeilen aus Altgriechisch aus der Ilias auswendig lernen. Bin der Präfekt aufgedonnert. So erzieht man religiöse Menschen. So, also all das, was man denke, das war die Zeit der Medaillen, der Ablässe. In meinem Gebetbuch Magnificat steht immer noch drin, das ist eine Ausgabe von 1955. Und das habe ich früher noch geglaubt. Wenn ich 365 Mal im Jahr das Stoßgebet bete, Jesus, Maria, Josef, hilf uns, dann habe ich eine arme Seele erlöst.
Das ist natürlich mittelalterlicher Mummenschanz. Und dagegen hat es, das war ja noch die Zeit, Luther war ja noch gar nicht so weit vorbei, das Jahrhundert, wo mit den Ablässnachen unendliches Geld verdient wurde. Und mit den, ich denke mal an die Wallfahrtskirchen mit all ihren Krücken und Wunderheilungen. Das ist ja eine Geschichte, die wir bis nach Lourdes haben. Und das Schlimme ist ja nicht, wenn jemand dran glauben mag, so soll er's. Aber das Schlimme ist, dass es zur allgemeinen Norm terroristisch durchgesetzt wird. Und er kritisiert den Anthropomorphismus, die menschliche Zurichtung unseres Gottesbildes. Er sagt, das ist eine Blasphemie, das ist eine Beleidigung des Göttlichen, das sich in der ewigen Substanz, das sich in allem ergießt. Er schreibt, so kam es, dass sich der religiöse Mensch Gott als barmherzigen, gerechten Führer, Gesetzgeber oder König vorstellte, während doch das alles Eigenschaften der menschlichen Natur allein sind, welche von der göttlichen Natur ganz und gar festgehalten werden müssen. Und er wendet sich hier auch, und das Gleiche erfahren wir etwa auch bei Eugen Trevermann, er wendet sich gegen den Wunderglauben. Das, was Walter gestern gesagt hat, Gott war kein Wunderdermatologe oder Jesus war kein Wunderdermatologe, kein Wunderorthopäde, kein Wunderophthalmologe, kein Wunder-Hals-Nasen-Ohrenarzt. Das wäre ja wirklich, man würde man Jesus zum Voodoo-Zauberer machen. Der hat den Menschen die Botschaft gebracht, zu leben, aus sich heraus zu leben, aber doch nicht in diesem Sinn Hand angelegt. Das wäre ja gerade die satanische Versuchung. Und da schreibt er, aus seiner Begründung der Substanzlehre schreibt er, da alles nur aus göttlichem Beschluss notwendig wahr ist, also gesetzlich ist, so folgt aufs Klarste, dass die allgemeinen Naturgesetze reine göttliche Beschlüsse sind. Die Naturgesetze sind reine göttliche Beschlüsse. Was für eine wundervolle Interpretation der Naturgesetze. Sie sind göttlich. Dass man aus Wasser Energie gewinnen kann, aus Wind Energie gewinnen kann. Das ist etwas Göttliches und die Gesetzmäßigkeit, in dem das entsteht. Was ist das für eine Aufwertung? Wir gehen ja in der Naturwissenschaft völlig kalt, völlig aseptisch, völlig steril mit Gesetzen an. Wir befinden uns ja in der Kälte der Labore. Da alles nur nach göttlichem Beschluss notwendig war, ist so folgt aus Klarste, dass die allgemeinen Naturgesetze reine göttliche Beschlüsse sind, die aus der Notwendigkeit und Vollkommenheit der göttlichen Natur folgen. Wenn also in der Natur etwas geschehen würde, das mit ihren allgemeinen Gesetzen in Widerspruch steht, das Wasser teilt sich tatsächlich durch einen Gottesbefehl und Juden können durchmarschieren, so würde das mit dem Beschluss, dem Denken und der Natur Gottes ebenfalls im Widerspruch stehen. Oder wenn jemand behaupten wollte, Gott tue etwas gegen die Naturgesetze, so muss er notgedrungen auch behaupten, Gott tue etwas gegen seine eigene Natur, was höchst widersinnig ist. Er spricht sich im Weiteren aus zur Religionsfreiheit. Da also das unbeschränkte Recht der freien Meinung auch in der Religion einem jeden zusteht und es sich nicht denken lässt, dass jemand dieses Recht aufgeben könne, so muss auch jedermann das unbeschränkte Recht und die höchste Autorität besitzen, über die Religion frei zu denken und folglich auch sich dieselbe zu deuten und auszulegen. Was für ein revolutionäres Wort. Nicht der Priester, nicht der Pastor, nicht der Rabbi, nicht der Ayatollah ist es, der auslegt. Ich als Mensch in meiner Mündigkeit kann mir die Bibel aneignen. Denn wenn jeder selbst die höchste Autorität besitzt, sich die Bibel auszulegen, so kann es auch bei der Bibelauslegung keinen anderen Wegweiser geben als die natürliche Vernunft, das Lumen Naturale, welche ein Gemeingut aller Menschen ist. Da kommt wieder eine Aufwertung, auch des ganz einfachen Menschen. Er ist in der Lage, es ist Gemeingut auch von ihm. Also weder eine übernatürliche Erleuchtung noch eine äußere Autorität. Und er sagt was Tolles. Max Otto Brucker sagt oft, die Theologie ist eine Wissenschaft ohne Gott. Und da sagt er, denn die Bibeldeutung darf dann nicht so schwierig sein, dass sie nur von recht scharfsinnigen Theologen gehandhabt werden kann, sondern sie muss für das natürliche und allgemeine Denkvermögen der Menschen passen. Das ist ein wichtiger Satz. Gehört doch uns und nicht den Wissenschaftler. Und um noch auf einen Gedanken nochmal zurückzukommen, wenn er den Wunderglauben sagt, das gehört nicht zur Definition des göttlichen Wesens. Die Natur ist das Wunder. Die Emanation Gottes in der Natur, die Ausgießung der Natur, das ist die Wunderlich. Auch, dass die Materie, das Fleischliche so hoch organisiert ist, der Glanz einer Haut, der Geruch einer Haut, die Schönheit einer Hand, das ist göttliche Substanz. Da
wendet er sich wirklich gegen auch Kinderglauben. Wenn ich mir vorstelle, dass in einem Streitgespräch zwischen Eugen Trevermann und dem Bischof Kaspar, der Bischof Kaspar, der kommt da unten von Hohenzollern, der Bischof Kaspar rumgeeiert hat um die biologische, anatomische Jungfräulichkeit der geboren habenden Jungfrau Maria zu beweisen. Es war grotesk, wie der sich hin und her gewunden hat. Also man hat den Worten kaum mehr folgen können. In immer wieder neuen Wendungen hat er das beschworen, der Bischof Kaspar. Nur um den Trevermann festzuhalten, das ist ein Wunder, du musst daran glauben. Und weil du nicht dran glaubst, haben wir dir das Priesteramt genommen, die Ausübung genommen. Das sind Realien bis zum heutigen Tag, wozu wir als mündige Menschen gezwungen werden. Und wie viele werden dadurch aus der Kirche rausgetrieben und auch wird ins religiöse Denken verekelt und verkretzt, weil dieser Kinderunfug ihm immer noch abverlangt wird, 3 Jahrhunderte nach Spinoza. Ja. Lässt sich aus über die Bibelfälschung. Wir wissen ja heute sehr viel. Jetzt gerade in den letzten Tagen hat der italienische Archäologe, der renommierte Archäologe Anati, der hat die These aufgestellt nach 15-jährigen Forschungen, dass etwa der Berg Sinai 200 Kilometer weiter ist, als man bisher angenommen hat, also wo Moses die Gesetzestafeln empfing und wo die Juden ums goldene Kalb tanzten. Er stellt die These auf, Moses hat 800 Jahre früher gelebt als bislang angenommen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das richtig ist. Ich will nur mal sagen, welche unschärfen Relationen haben. Wer sich einmal mit Religionskritik, mit historisch-kritischer Bibelauslegung auseinandergesetzt hat, und Trevermann hat ja so viel geschrieben, der merkt, das ist reinste Philologie. Das ist ein ungeheuerliches Feld. Das kann man nicht jeden Satz und jede historische Bezeichnung als bare Münze annehmen. Gerade die Bibelfälschung hat ihn sehr stark getrieben bei seinem theologisch-politischen Traktat. Und er sagt noch einmal ganz deutlich, nicht genug wundern kann ich mich deshalb über den Geist derer, die in die Religion so viele Spekulationen eingeführt haben. So viele Spekulationen, dass die Kirche eine Akademie, die Religion eine Wissenschaft oder vielmehr ein wissenschaftliches Gezänke zu sein scheint. Und was führt uns der gegenwärtige Papst und der Vatikan vor als ununterbrochenes Gezänke und Herumschnüffeln in unseren Schlafzimmern? So. Und es wäre für Spinoza undenkbar gewesen, dass ein Papst sich anmaßt, wie 1871 geschehen, das Dogma der Unfehlbarkeit sich bestätigen zu lassen. Wer ist von uns unfehlbar? Und wenn man die Geschichte der Päpste kennt, da ist ja die Geschichte der italienischen Mafia eine Internatsgeschichte vom Mädcheninternat dagegen. Das ist ja wirklich grotesk. So viel. Hier, wir sehen, Spinoza eröffnet die Möglichkeit, frei zu glauben und frei umzugehen und frei ein Verhältnis zu finden zur Göttlichkeit, die nicht jenseits irgendwo im Kosmos oder außerhalb des Kosmos ist, sondern zu einer Göttlichkeit, die in uns selbst ist, die in der Natur insgesamt enthalten ist, planetarisch, galaktisch. Es gibt Luft zu atmen und ich denke, es hat auch die Theologie befreit. Er macht in seinem politischen theologischen Traktat, und ich will es nur ganz kurz machen, ein einziges Bekenntnis zur republikanischen Staatsverfassung, zur Mündigkeit des Bürgers. Er wendet sich gegen die Monarchie, er wendet sich gegen den Missbrauch Gottes im Gotteskönigtum, dass der König von Gott gesalbt ist. Er wendet sich gegen die irdischen Herrschaftsansprüche der Päpste. Er entwickelt eine umfassende naturrechtliche Definition des Menschen. Wir würden heute sagen, ein Contrat social, einen Gesellschaftsvertrag. Menschen schließen sich in einem Vertrag zusammen. Sie setzen Regenten über sich, republikanische Vertreter. Und wenn die nichts taugen, wenn die tyrannisch werden, dann können sie abgesetzt werden. Und er sagt voller Stolz, was aber die holländischen Staaten betrifft, so haben diese, soviel ich weiß, niemals Könige gehabt, sondern Grafen, denen niemals das Recht der Herrschaft übertragen war. Denn die hochmögenden Staaten von Holland haben sich stets die Autorität vorbehalten, diese ihre Grafen an ihre Pflicht zu mahnen. Und sie haben sich auch die Macht gewahrt, diese ihre Autorität und die Freiheit der Bürger zu schützen.
die Grafen zur Verantwortung zu ziehen, wenn sie zu Tyrannen ausarten sollten, und dieselben dermaßen in Schranken zu halten, dass sie alles nur mit Bewilligung und Zustimmung der Stände tun können. Der theologisch-politische Traktat in seinem politischen Teil, in seiner zweiten Hälfte, liest sich wirklich wie ein Kommentar zum Grundgesetz. Das im tiefsten 17. Jahrhundert. Und ich möchte noch einen einzigen Passus hieraus zitieren, komme dann zum Schluss. Was für ihn der letzte Zweck des Staates ist. Und ich denke, für uns Deutsche, die wir vor noch nicht allzu vielen Jahrzehnten postuliert haben, das höchste Gesetz des Staates ist die Rasse und wenig später das höchste Gesetz ist die Klasse in den verschiedenen Teilen, sind diese spinozistischen Gedanken von einer kristallinen Klarheit. Er schreibt: Aus den oben entwickelten Grundlagen des Staates folgt aufs Klarste, dass dessen letzter Zweck nicht ist zu herrschen oder die Menschen in Furcht zu halten und dem Recht eines anderen zu unterwerfen, sondern im Gegenteil jeden von Furcht zu befreien, damit er in größtmöglicher Sicherheit leben könne. Das heißt, damit er sein natürliches Recht zum Dasein ohne eigenen und fremden Schaden am besten bestätigen könne. Es ist, behaupte ich, nicht der Zweck des Staates, die Menschen aus vernünftigen Wesen zu Tieren oder Automaten zu machen, sondern im Gegenteil zu erziehen, dass Geist und Körper ungehemmt ihre Kräfte entfalten, dass die Menschen von ihrer freien Vernunft Gebrauch machen und es vermeiden, hasserfüllt, zornig oder arglistig einander zu bekämpfen oder feindselige Gesinnungen gegeneinander zu hegen. Doppelpunkt. Der Zweck des Staates ist also im Grunde die Freiheit. Was für ein Satz. Der Zweck des Staates ist also im Grunde die Freiheit. Unnötig zu sagen, dass Spinozas Werk verfolgt wurde. Die römisch-katholische Kirche setzte es sofort noch zu seinen Lebzeiten auf den Index, die calvinistische Staatskirche hat es verboten. Dieses Werk erschien aber immer wieder über drei Jahrhunderte, zum Teil unter falschen Titelblättern, getarnt als medizinische Abhandlung, als Geschichtswerk. Sie hat sich als Konterbande, als Schmuggelbuch hat sie sich durchgesetzt. Spinoza zeigt uns, dass die Bibel nicht als Machtinstrument gebraucht werden darf, um das noch einmal zu resümieren. Spinoza reinigt die geistige Welt vom Schmutz der inquisitorischen Verfolgung und Bedrohung seitens der christlichen und seitens der jüdischen, aber auch der islamischen Kirche und ihren eifernden Fundamentalisten. Er öffnet damit die Chancen auch zu einer freiheitlichen Theologie. Und im Zeichen lawinenhaft zunehmender Kirchenaustritte, denke ich, können wir ahnen, 300 Jahre nach Spinoza, eine Kirche, die den Machtcharakter einer Staatskirche verliert und tendenziell zur Diaspora-Kirche schrumpft, sicher ein Prozess noch von vielen Jahrzehnten, hat die Chance, wieder lebendige Gemeinde zu werden und für Gläubige wie für Säkulardenkende ein hoher Anziehungspunkt zu werden. Spinozas Gottesbegriff ist seinem tiefen Respekt vor dem Göttlichen geschildert und ist nicht Lästerei. Und er gibt uns die Erlaubnis, dass jeder von uns sich auch, wie das Walter Lechler gesagt hat, sein Bild machen darf über die höhere Macht. Das ist das Wunderschöne, was im 12-Schritte-Programm und in den AAs immer wieder gesagt wird. Ich darf es definieren. Keiner darf es mir vorschreiben. Oder wie der Gewerkschaftsvorsitzende, jetzt fällt mir der Name nicht ein, in Stuttgart gesagt hat, der verstorbene alte KZ-Insasse und Sozialdemokrat. Wie? Bleicher. Vielen Dank, Bleicher. Der hat einmal gesagt, du sollst dich nie vor einem Menschen bücken. Das ist auch Spinozas Lehre. Nun, ja, so ein wichtiges Wort. Spinoza, und damit komme ich zum Schluss, hat vor allem in Deutschland großen Widerhall gefunden, nachdem er lange Zeit und fast zwei Jahrhunderte geschmäht und wie ein toter Hund behandelt wurde. Lessing bekannte sich als Spinozist, was damals ein, oder es kam raus, es war ein Riesenskandal. Und Georg Friedrich,
Christoph Georg Lichtenberg schreibt einmal, der große deutsche Aphoristiker und Wissenschaftler, er schreibt einmal, hat gelebt bis 1799, wenn die Welt noch eine unzählbare Zahl von Jahren steht, so wird die Universalreligion geläuterter Spinozismus sein. Sich selbst überlassene Vernunft führt auf nichts anderes hinaus und es ist unmöglich, dass sie auf etwas anderes hinausführe als auf Spinozismus. Dieses Einssein von Vernunft und Herz, kognitiven und gefühlshaften und vor dem Respekt der göttlichen Natur, der Gottnatur, wie Goethe das später formulieren wird, Gottnatur. Goethes Naturverhältnis ist spinozistisch durch und durch und er ist es immer geblieben. Alles andere, was bei Goethe philosophisch-theologisch dazu kam, war Rankenwerk. Am Ende ist bei Goethe wieder die Gottnatur da, als Betroffenheit und als das Geheimnis, vor dem allein Goethe Ehrfurcht empfindet. Ein Geheimnis, das nicht im Jenseits ist, sondern in der Welt, zu der Goethe auch selbst gehört. Spinozas Denkwerk enthält das Prinzip der Moderne in radikalster Form. Spinoza tilgt die Spuren einer jenseitigen Welt, sei sie nun eine metaphysische Wesenheit oder sei sie die Quelle von Normen und Werten, dass ich gut sein muss, um einmal ins Jenseits zu kommen, wie Joachim Hensel uns das gestern so beeindruckend vorgeführt hat. Diese Deutung meines Lebens von der Ewigkeit her und gute Werke zu tun, final und instrumental, damit ich mal sozusagen als eine Art Jenseitslebensversicherung, um mit dieser Assekuranz sicher im Jenseits zu fahren. Spinoza wird zum Begründer der modernen Philosophie, des modernen Denkens der radikalen Diesseitigkeit. Und ob wir wollen oder nicht, wir sind in wesentlichen Bestandteilen, denke ich heute, denken wir immanent und wir versuchen, diese Welt einzurichten. Und dort ist diese Weichenstellung ist gemacht worden. Spinoza sagt, Diesseitigkeit ist der einzige und alles umfassende Horizont des hiesigen Seins. Das kann man teilen oder nicht teilen. Und wenn man eine andere Auffassung für sich hat, denke ich, ist es doch wunderschön, diesen Anstoß zuzulassen. Philosophisches Denken bedeutet immer auch, das Andere, das Fremde zuzulassen und sich dadurch auch in Anfechtung bringen zu lassen und es zu integrieren in die eigene Sicht. Es kann so gut sein zu sagen, ich weiß nicht, wie das mit dem Jenseits ist. Mal denke ich so, mal denke ich so, aber nicht rigide und nicht apodiktisch zu sein. Wer von uns hat schon die Wahrheit? Diesseitigkeit ist auch die einzige Grundlage für Werte und Normen. Wir dürfen den Menschen nicht mit jenseitigen Normen bedrohen und einschüchtern. Spinoza würde sinngemäß sagen, die biblische Botschaft ist nicht eine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft. Und er sagt, diese Erkenntnis der Immanenz dem eigenen Leben zugrunde zu legen, ist ein erster Schritt und eine Voraussetzung jeglicher Erlösung, die der Mensch überhaupt erreichen kann. Er nimmt den Erlösungsgedanken ins irdische Leben hinein. Ob man das akzeptieren mag oder nicht, es ist ein kühner Gedanke. Er vereint die Diesseitigkeit mit einer neuen Weise der Erlösung. Einer Art, die nicht nur auf Vernunft und auf Erkenntnis statt auf religiösen Kulten beruht, sondern die Erlösung zu einer irdischen Angelegenheit macht, die den Menschen dazu zwingt, hier auf Erden human zu werden, sich und seine Umgebung zu vermenschlichen. Spinoza lehrt uns, das Abenteuer der radikalen Diesseitigkeit zu denken und auch die Achtung zu haben vor dem Andersdenkenden. Auch wer sich vom Jenseitigen her geistig bestimmt, ich denke, der nimmt hier auch mal wahr die Würde und die Noblesse eines solchen Denkens. Und ich möchte schließen und euch wieder ein Gedicht mitgeben. Und ich bin froh, Walter, dass du es mir gestern noch mal zur Verfügung gestellt hast. Ich hatte eine Blockade, ich habe es einfach nicht mehr gefunden in meinem Kopf. Das Gedicht, das Goethe über seinen Spinozismus veröffentlicht hat. Das Gedicht, das in jeder Zeile vom Äther der Substanz, vom spinozistischen Gottesbegriff Deus sive natura, Gott oder Natur, Gott ist Natur, Natur ist Gott, getränkt ist. Goethe: Wer nicht das Auge sonnenhaft,
Die Sonne könnte es nie erblicken. Leg nicht in uns des Gottes eigene Kraft, wie könnt uns Göttliches entzücken? Was wäre ein Gott, sagt er gegen Descartes und Leibniz und die Deisten gerichtet mit ihrem Uhrmachergott. Was wäre ein Gott, der nur von außen stieße, im Kreis das All am Finger laufen ließe? Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen, Natur in sich, sich in Natur zu legen, sodass, was in ihm lebt und webt und ist, nie seine Kraft, nie seinen Geist vermisst. Und ich wünsche euch im Sinne der Lebensmaxime von Spinoza, bene agere et letari, gut handeln und dabei fröhlich sein. Ich danke für eure geduldige Aufmerksamkeit.